Was geht ab, Leute, und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch zeigen, wie man bei Black Ops 3 Custom Zombie spielt. Und für das müsst ihr auf Steam gehen, auf Community. Also oben da groß steht ja Community und dann Startseite, und dann gebt ihr da rechts drüben Black Ops 3 ein. Und dann könnt ihr ein bisschen runter scrollen da, und da sieht man die neuen Maps, die neu rausgekommen sind. Aber dass man sie runterladen kann, muss man hochgehen auf Workshop, und dann kommt man auf so eine Seite, und da muss man nur ein bisschen runter scrollen, und da seht ihr da schon auf der Seite, seht ihr beliebteste, am häufigsten abonniert und neueste. Dann könnt ihr da ein bisschen rumschauen und ein bisschen gucken, was das so neu ist und was cool ist. Am häufigsten abonniert sieht man, was die Leute am meisten abonniert haben. Das sind also meistens die coolsten Maps. Ich entscheide mich hier mal für Rust. Dann kann man da ein bisschen die Map anschauen, wie die gebaut ist. Und wenn man denkt, ja, dann kann man da auf Abonnieren drücken. Und zwischendurch kommt diese Fehlermeldung. Dann müsst ihr einfach schnell das Black Ops 3 starten. Und wenn ihr dann in Black Ops 3 drinnen seid, könnt ihr dann wieder rausgehen, und da seht ihr unten schon, es wird schon geladen. Da muss man ein bisschen warten, bis es runtergeladen hat. Und wenn man es runtergeladen hat, dann kann man eigentlich den Steam-Account, also kann man schließen und wieder zurück ins Black Ops gehen. Dann geht ihr einmal auf Mods, und da seht ihr, es ist nichts drin. Dann müsst ihr Zombies, privates Spiel, online geht es leider nicht. Und Rang konfigurieren, müsst ihr Spiel ohne Ranglisten machen, sonst geht's nicht. Und da geht ihr ein bisschen runter, und da seht ihr schon die neuen Map. Sky Resort, das habe ich als erst, und dann Rust. Und wir wollen ja Rust spielen, und so, hat schon geklappt. Das ist wirklich von MW2 nachgebaut, es hat ein bisschen mehr Gras am Boden und einfach Zombies. Und die alten Perks von Black Ops 1 und 2 sind da auch drin. Ich finde das richtig geil gemacht. Ein riesen Respekt an die Leute, die die Maps immer so cool machen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte eine Bewertung da. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lassen würdet. Und man sieht sich im nächsten Video, und ciao. Was ich noch vergessen habe zu sagen ist, man kann da auch Mod-Menüs haben. Also man muss nur ein bisschen umschauen da. Und dann kann man auch schauen, kann man auch Mod-Menüs ganz einfach installieren. Für das habe ich auch schon einmal ein Video gemacht. Einfach ohne Commentary. Aber das ist ja egal, ich habe es gut erklärt, und man sieht es auch gut. Und ja, danke fürs Einschalten, und bis zum nächsten Mal. Schöne Weihnachten Ihnen allen, und ciao.